Willkommen zu meiner zweiten Episode der Evolve Alpha, Beta, entschuldigt. Alpha war das letzte Mal, das war im November, als ich da mal ein paar Episoden hochgeladen habe und mir das Spiel zum ersten Mal angeguckt habe. Ich muss sagen, es war so ein bisschen sowas wie Liebe auf den ersten Blick. Es hat mich auch sehr an Left 4 Dead erinnert, meine alte verflossene Liebschaft. Und wir schauen uns jetzt mal an, was es hier so im Multiplayer zu sehen gibt. Also momentan kann man nur einen Modus spielen. Das ist halt die einzelne Runde Hunt. Es wird später noch den Evacuation-Modus geben. Da spielt man dann verschiedene Szenarien in einer Kette und gibt halt eine Gesamtwertung. Das ist dann ganz cool, wenn man halt eine feste Truppe hat, denke ich. Man kann natürlich seine Steam-Freunde hier einladen, um die vier anderen Slots aufzufüllen. Spielt man mit drei anderen Steam-Freunden, spielt man immer die Hunter und ein anderer Spieler wird das Monster erfüllen. Wenn man mit fünf Leuten spielt, kann man einfach frei wählen. Wenn man spielen möchte, dann gibt man hier eine Priorität vor, was man am liebsten zocken möchte. Ich nehme jetzt mal Medic Monster, Trapper Support Assault, das ist okay so. Und meistens ist es halt so, dass man beim Matchmaking dann so eingeordnet wird, dass man irgendwo hier vorne liegt. Vier oder fünf habe ich, glaube ich, fast noch nie bekommen bei den Matches, die ich gemacht habe. Aber meistens habe ich bisher auch mit ein paar Freunden zusammengezockt. Ja, wir suchen jetzt schnell mal ein Spiel, das kann nämlich manchmal ein bisschen länger dauern, aber das Matchmaking wird sicherlich noch optimiert. Okay, jetzt hat es nur ein paar Sekunden gedauert, also kann ich mich hier nicht beschweren. Man weiß jetzt halt noch nicht genau, welche Kreatur oder welche Rolle man bekommt. Wir wissen jetzt, dass wir auf der Map Fusion Plan spielen. Ich glaube, es gibt momentan 12 Maps. Die habe ich aber noch nicht alle drauf. Also ich weiß noch nicht immer genau, wie die aufgebaut sind. Man kriegt da so langsam ein Gefühl für, die sind aber relativ komplex, die Maps, mit verschiedenen Höhenebenen und eben, ja, viel zum Gucken. Ah, scheinbar habe ich jetzt einen Monsterbot übernommen. Also spielen wir jetzt mal eine Runde Monster. Ich verwende hier gerade die Suchenfähigkeit, um mich ein bisschen zu orientieren, um zu gucken, ob irgendwo Hunter in meiner Nähe sind. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Wir gehen jetzt hier mal in den Sneak-Modus. Und versuchen weiterhin zu schauen, ob uns irgendwo Hunter erwischen. Ach Gott, das Spiel ist aufregend. Mist, die hätte ich jetzt schon ein bisschen verscheucht hier. Und na schon ein bisschen weiter. Bisher ist noch nichts von den Huntern zu sehen. Ich habe jetzt hier aber auch eben direkt in ein laufendes Spiel reingekommen, habe einen Bot übernommen. Das heißt, ich weiß nicht genau, welchen Perk ich habe, wie er jetzt genau gelevelt ist. Jedenfalls bin ich noch Level 1 und muss jetzt eben schnell dafür sorgen, Level 2 zu werden. Wo man in diesem Stage eben sehr verwundbar ist. Ihr seht jetzt hier hinter mir die Spuren, die ich hinterlasse. Das kann man eben vermeiden, wenn man schleicht, dann ist man aber auch langsamer und kann schneller eingeholt werden. Das hat also alles so seine Vor- und Nachteile. Ich habe nur noch nicht ein einziges Mal einen Hunter auf der Karte gesehen, das wundert mich ein bisschen. Komischen Space-Affen an und wollen mich beim Essen stören. Stattdessen werden sie eben auch gegessen. Also, wenn niemand in der Nähe ist, werde ich jetzt, glaube ich, hier auch mal gleich. Ah, ne, es reicht noch nicht ganz. Ja, ein bisschen brauche ich noch. Also, ein, zwei Kreaturen muss ich noch futtern, bevor ich dann eben evolven kann. Hier haben wir ja schon ein bisschen was zum Essen. Nehmen wir mal den nicht direkt neben den Vögeln. Ja, verfehlt. So, und das sollte jetzt eigentlich die nötige Energie geben, um zu evolven. Ah, da vorne war ein Hunter. Dann verbissen wir uns doch lieber wieder. Müssen wir mal wieder kurz die Map checken. Da sind die Hunter, sie sind jetzt uns auf der Fährte. Jetzt wäre es halt ganz clever, zum Beispiel hier mal ein bisschen zu schleichen, hier hochzuklettern, um sie ein bisschen zu verwirren und vielleicht auf eine falsche Fährte zu locken. Außerdem brauchen wir jetzt eben ein Plätzchen, wo wir ungestört uns verwandeln können. Ja, aber es ist uns einer auf den Fährten, der hat sich dich verarschen lassen, also müssen wir jetzt wieder sprinten und laufen und Strecke machen und noch mehr Strecke machen.
Am besten wäre jetzt irgendwie so eine kleine Höhle oder sowas, wo man sich eben reinhocken kann, um sich zu verwandeln. Was dann auch noch ganz interessant ist, Wasser verdeckt die Spuren. Okay, ich denke, oh, da kommt gerade einer. Das wird jetzt eng. Ja, jetzt krieg ich schon Schaden, das ist schlecht. Aber gut, ich muss jetzt irgendwann mal die zweite Stufe erreichen. Bin ich eben auch wesentlich bedrohlicher. Und vielleicht kann ich den jetzt hier auch einfach schnell töten. Das empfiehlt sich aber nicht, jetzt hier unbedingt gleich anfangen zu kämpfen. Weil die Hunter jetzt halt alle da sind und jetzt haben sie mich auch in der Blase. Also jetzt momentan ist die beste Sache eigentlich, irgendwie wegzurennen. Leider haben sie mich hier jetzt ziemlich gut eingesperrt. Und lassen mich hier gerade überhaupt nicht raus. Vielleicht sollte ich also jetzt versuchen, einfach mal jemanden ein bisschen auszuschalten. Dass ich eben hier, einen kleinen Vorteil gegen die Hunter-Krieger. Puh, entschuldigt, falls mein Kommentar zwischendurch mal aufhört, aber das Spiel ist einfach brutal. Ist manchmal einfach zu spannend. Ja, verdammt, ich habe es gerade nicht geschafft, hier die beiden zu killen, bevor sie sich wiederbelebt haben. Und jetzt wäre es eigentlich am besten, wenn ich mich hier irgendwo verstecken kann. Aber leider ist das Schild wirklich gerade so gebaut, dass ich hier echt kaum eine Chance habe, irgendwo mal überhaupt eine Deckung zu kriegen. Jetzt ist es weg, jetzt kann ich mich verbissen. Ich habe jetzt leider schon ein Drittel meiner HP verloren, aber gut, was soll man machen? Da kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern. Jetzt heißt es halt wieder Strecke gewinnen und sich wieder eine Rüstung anfressen und vielleicht noch auf die dritte Evolutionsstufe zu kommen. Und eigentlich möchte ich gerade keine Spuren hinterlassen, aber gut. Nee, momentan muss ich noch mehr Strecke machen. Sind mir noch zu sehr auf den Fersen gerade. Ich habe sie zwar nicht in Riechreichweite, aber ich versuche jetzt hier mal ein bisschen abzuhängen. Hier irgendwo was zu essen? Da ist was zu essen. Ja, dieses Schnuppern ist ganz interessant. Das ist sehr, sehr nützlich. Natürlich noch irgendeine andere Kadaver rum, die kann ich auch noch gleich essen. Mal wieder checken, ob sie schon hier auf den Fersen sind. Ja, sind sie. Vorne war gerade jemand. Muss jetzt mich sehr vorsichtig bewegen. Weiß eben nicht, wo sie sind. Gott, das Spiel ist manchmal so spannend, ey. Scheiße, hier kommen gerade irgendwelche Aasfresser. Ey, aber das war ein Movement Speed Bonus. Das ist eine feine Sache. Da ist ein Hunter. Könnte mich wahrscheinlich sogar sehen. Yep. Und jetzt heißt es wieder abhauen. Oh Gott, er hat mich schon wieder gefangen. Jetzt heißt es dann doch wieder kämpfen. Aber ich habe wieder volle Rüstung, also das ist zumindest einer meiner Vorteile. Aber leider habe ich kein Feuer. Das ist eigentlich meine Lieblingsfähigkeit. Müssen wir immer schnell jemanden ausschalten. Den werde ich jetzt auch mal ganz ausschalten, damit er mir nicht wiederbelebt werden kann. So, und jetzt ihn hier. Sehr gut. Und jetzt habe ich nicht mehr ganz so viele, um die ich mich sorgen muss. Deswegen. Hole ich mir jetzt ihn hier noch. Und hier wird gerade einer wiederbelebt. Das kann ich nicht zulassen. Nee, Lazarus? Oder wie haben wir das gerade geschafft? Wir stehen jetzt hier wieder alle. Meine Priester. Oh, den habe ich in der Luft erwischt. Nicht schlecht. Jetzt sind sie schon wieder ganz schön an meiner HP dran. Das ist nicht gut.
Da hier jagt mir eine Rakete nach der anderen rein. Das gefällt mir auch nicht so. So, jetzt hauen wir lieber ab. Da wir jetzt schon wieder unter der Hälfte der HP sind und denen auch gerade guten Schaden zugefügt haben. Weil wir wollen jetzt dringend eben unsere dritte Evolutionsstufe zusammenkriegen. Und wir haben sogar irgendwie im Kampf genug gefressen. Oder vorher genug gefressen, um das zu erreichen. Ich denke, ich sollte jetzt nicht allzu viel Zeit verlieren. Und wir brauchen unseren Fire Breath. Das ist einfach meine Lieblingsattacke. Und die hatte mir noch ganz gefehlt, weil ich eben von jemandem Fremden geskillt wurde. So, da ich jetzt in Stufe 3 bin, haben die Hunter ein kleines Problem. Ich bin jetzt nämlich in der Lage, den Power Relay, der jetzt hier auf meinem UI erschienen ist, zu zerstören. Und das müssen die Hunter verhindern. Wenn ich das nämlich schaffe, dann sind sie, haben sie das Spiel verloren. Das heißt, die haben einen. Häufig gehen sie jetzt einfach dorthin, weil sie eben nicht genau wissen, wo ich bin. Und sollte ich halt einen Vorsprung auf das Relay kriegen, haben sie ein Problem. In der Regel ist es aber meiner Meinung nach besser, die Hunter zu töten, wenn man Stufe 3 ist. Ich fresse mir jetzt hier noch die Rüstung voll und werde dann eben mich in die Richtung begeben, weil sie halt meistens da irgendwo dann sind. Schauen wir nochmal kurz, wie wir uns am besten links bewegen. Essen hier noch ein paar kleine Space-Affen. Und das soll dann auch schon bald unsere erste Runde sein. Es wird jetzt hier bald ein Finale geben. Die Runden sind auch, glaube ich, auf 15 Minuten oder sowas limitiert. Wenn man da 3 Minuten vor Ende ist, dann erscheint ein Timer, der halt zeigt, dass man jetzt keine Zeit mehr hat, groß rumzutrödeln als Monster. Wenn dieser Timer nämlich ausläuft, gewinnen die Hunter automatisch. So, ein Snack brauchen wir noch, bevor wir uns dann ins Gefecht stürzen. Die werden mich wahrscheinlich schon irgendwo ausscouten von ihren Plattformen da vorne. Aber auf die Entfernung können sie mir eigentlich nichts anhaben. Ich will jetzt trotzdem nicht unbedingt zeigen, von welcher Richtung ich komme. Um dann doch ein bisschen sowas wie einen Überraschungsmoment gegen die Viecher zu haben. Ja, ich meine gegen die Hunter. Alter, zapp mich nicht. So, das müsste uns jetzt eigentlich die volle HP geben. Und jetzt können wir auch loslegen. Letzter Blick auf die Karte. Da ist unsere Marschrichtung. Spuren zu hinterlassen ist jetzt egal. Was noch ganz schön wäre, wäre noch einen neuen Buff zu finden, aber darauf werde ich es jetzt nicht ankommen lassen. Dafür muss man nämlich eben so ein spezielles Monster finden. Und jetzt noch ewig rumzusuchen, habe ich eigentlich keine Lust. Ja, die haben einen Dome aufgemacht. Interessant. Ja, wahrscheinlich wollen sie mich jetzt hier halt abhalten, in das Missionsziel reinzukommen. Aber das ist mir relativ egal. Das sollen sie ruhig machen. Das bisschen mehr Zeit, was sie sich dadurch erkaufen, hat auf mich eigentlich keine Auswirkungen, sage ich mal. Ich könnte jetzt höchstens mich nochmal entscheiden, aus einer anderen Ecke anzugreifen. Solange sie ihren blöden Dome aufhaben. In den anderen Winkel zu suchen, nachdem ich mich jetzt hier schon angekündigt habe. Zum Beispiel den hier. Ups, jetzt bin ich hier leider ganz runtergefallen. Das war nicht so clever. Aber ich mache jetzt schon deutlich mehr Schaden. Deswegen kann ich jetzt den hier einfach töten. Da ist schon. Hier hätte ich dann gleich irgendwie. Wie auch immer. Aber ich würde ihn jetzt halt ganz ausschalten. So, Numero Uno. Und ich habe noch nicht allzu viel Rüstung verloren, das ist doch ganz gut. Jetzt haben wir den hier auf dem Kicker. Probieren gleich mal unsere neue schöne Feuerattacke aus. Hallo!
Stufe Token Nummer 2. Also das Stufe 3 Monster ist man schon ziemlicher fieser Arsch. Es ist nicht so schwierig, die Konter zu kriegen. Ich traf gerade nicht irgendwie von wo ich beschossen werde. Ah, ich steht auf dem Relay. Hallo Teddy, wie wär's mit ein bisschen Feuer, ne? Und da haben wir irgendwie wieder zwei. Ich glaube, die müssen einen Lazarus haben. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass die hier immer wieder aufgestellt werden. Den müssen wir zuerst ausschalten. Ansonsten kriege ich jetzt echt noch Probleme. Ob das hier ist der Lazarus. Oh, ich spiele gerade nicht besonders effektiv. Ich muss jetzt hier nochmal ein bisschen was besiegen. Der Medic schon wieder versteckt. Da ist er. Das ist scheiße, ey. Klar, er belebt ihn in einer Sekunde wieder. Warum auch nicht? Den Medic ausschalten, jetzt habe ich echt gleich verloren. Puh, na, das habe ich unterschätzt und ein bisschen verrafft. Der Medic hat sich dann unsichtbar gemacht und hat die Leute immer wieder überlebt. Und deswegen haben sie mich dann eben am Ende doch runtergezerrt bekommen. Oh Mann, meine Fresse. So, jetzt kriegt man hier nochmal Pünktchen dafür, dass man eine Runde gespielt hat. Ich habe jetzt gerade mein Level-Up noch gemacht. Da kann man dann immer so verschiedene Perks anlocken. Oder halt kleine Hintergründe für sein Icon. Man kriegt auch ein paar spielerische Boni. Kannst du das vielleicht gleich mal anschauen? Genau hier bei der Character Mastery. Wenn man hier diese Sachen vollkriegt, alle drei aus einem Tier sozusagen. Hier fehlen mir jetzt noch Rockthrow. Dann bekommt man eben bald den Kraken, oder bekomme ich bald den Kraken. Das war jetzt dann doch schon insgesamt eine recht lange Runde, aber auch echt eine recht spannende, muss ich sagen. Ja, aber ich werde mich jetzt hier ausklinken und halt denen das Ganze überlassen und damit mein erstes Video beenden. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, das war jetzt mal eine richtige Runde Monster mit Evolve. Ich fand auch eigentlich eine ganz gute, die halt wirklich gezeigt hat, dass ein echtes Vor- und zurückgeben kann, dass man dann am Ende doch schon ziemlich siegessicher war, aber sich dann halt von einem Charakter hat verarschen lassen. Das war jetzt nämlich nicht der normale Medic, sondern der Lazarus Medic. Und der ist eben in der Lage, die Leute wiederzubeleben. Ich hätte die Leichen auffressen müssen von den ersten beiden Spielern. Dann hätte ich den Kampf locker gewonnen, da bin ich mir fast sicher. Und ich hätte den Medic früher ausschalten müssen. Aber so ist es halt. Man lernt eben aus seinen Fehlern. Und es gibt eben verschiedene Klassen, auch bei den Jägern und bei den Monstern eben auch, wie ihr auch gerade den Kraken seht, die halt verschiedene Counter brauchen. Und wenn man da nicht richtig erkennt, gegen was man antritt, Batsch, so cool die Szene, dann hat man dann ein großes Problem. Also nochmal, danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Episode. Ich hoffe, ich werde jetzt mal einen Hunter kriegen. Vielleicht spiele ich auch nochmal Goliath, um dann eben den Kraken zu unlocken und schmeiß ganz viele Steine. Jo, bis bald mit eurem